Das ist der Weg heute. 146 Kilometer, die Etappe ja verkürzt wegen einem Murenabgang auf dem Dirntner Sattel. Das heißt, nur 146 Kilometer. Es geht wieder nach Kärnten über Döllach und dann von der Kärntner Seite, also von Süden über das Hochtor. Dort wird der Glocknerkönig gekürt, dann das Fuschertörl als Draufgabe und die lange riskante Abfahrt nach Salzburg über Taxenbach, die Sprintwertung. Und in den Pongau rein, St. Johann und eben diesen letzten Anstieg, kurz vor dem Ziel dann noch nach Alpendorf. Wetter gut, das ist natürlich immer so eine Sache. Am Glockner hoffentlich kein Schnee und Sie sehen es oben, das sieht gut aus. Also die Fahrer haben heute wirklich perfekte Bedingungen. Interessant auch, Gerhard, die Etappe, dadurch, dass der Dirntner Sattel wegfällt, heute ein bisschen anders die Voraussetzungen als in den letzten Jahren, oder? Ja, vor allem fällt dann wirklich vor dem Finale noch einmal ein schwerer Berg weg, was es im letzten Jahr auch sehr interessant gemacht hat, wie sich das Rennen dann auch speziell nach dem Glockner entwickelt. Wobei, obwohl du gesagt hast, es ist eine sehr kurze Etappe mit 146 Kilometern, aber eine Etappe, die sich durchaus in sich hat. Mit knapp 3000 Höhenmetern sind die Fahrer heute wieder gefordert und speziell auch, wenn wir jetzt die letzten Tage rückblickend ansehen, dann spüren die Fahrer natürlich schon die Anstrengung der letzten Tage. Kurzer Regenschauer, der Gott sei Dank dann gleich wieder aufgehört hat. Einige Fahrer haben sich schon kurz umgezogen gehabt, das haben wir gesehen, dann wieder die Regenjacke aus und die Kleidung, die muss man natürlich besonders bei so einer Etappe richtig wählen. Das ist Ricardo Zeudel, ich bin gespannt, welche Taktik der heute wählen wird. Ja, aber das sieht man schon, da wird jetzt richtig Kampf angesagt. Das ist eine Situation, da muss der Ricci natürlich sehr, sehr gut aufpassen, dass jetzt nicht einer von Astana mitspringt. Es gibt ja zwei, drei Fahrer, die auch im Gesamt noch für ihn gefährlich sind. Ja, der erste Gegner ist ja der Cenko, eben ein Teamkollege vom Führenden. Das ist keine leichte Situation für den Oberösterreicher, der in der Nähe von Linz zu Hause ist. Wir sind schon oben am Iselsberg, Bergwertung, und die holt sich Sörensen. Kleine Bergwertung. Die Gruppen doch jetzt schon weit auseinandergezogen und einige versuchen da jetzt natürlich nachzufahren, aber der Vorsprung noch nicht allzu groß. Seel Dreyers noch von seiner Mannschaft hat. Momentan macht Omega Pharma vorne Tempo und jetzt attackiert der Gelbe. Da kommt die Attacke von Kevin Seel Dreyers. Schauen Sie sich diesen Tritt an. Oh, der fliegt ganz schön weg. Jetzt bin ich gespannt, was Ricardo Zeudel hinten macht, wie er reagiert, ob er ihn jetzt ziehen lässt. Der versucht natürlich, Seel Dreyers versucht natürlich auch aufgrund dessen, dass er ein schlechter Zeitfahrer ist, und das hat er auch selbst zugegeben, mit der Minute Vorsprung, die er momentan auf Ricardo Zeudel hat, versucht er jetzt natürlich seine Qualitäten am Berg auszuspielen und sich vielleicht mit auf die Gruppe aufzuschließen, um sich einen Vorsprung herauszufahren. Aber jetzt ist natürlich auch interessant, wie wird hinten reagiert? Was macht Ricci? Hat er die Kraft, dass er hier aufschließen wird? Weil er darf ihm natürlich, wenn er um den Gesamtsieg mitfahren möchte, auf keinen Fall ziehen lassen. Er hat schon Valens aufgesammelt jetzt, ist noch alleine. Traut sich noch niemand, ans Hinterrad zu gehen. Ja, aber ob er den Rhythmus durchhält, da sieht man ja sehr, sehr angestrengt. Er arbeitet sehr viel mit dem Oberkörper. Dann sieht man schon, dass er wirklich jetzt am Limit fährt. Also vorne die Vier-Mann-Spitze mit Frank, mit Sörensen, mit Meiter und mit Kieselowski. Dahinter der Rest der Spitzengruppe und dann kommt schon solo im Moment der Mann in Gelb. Aber da hinten sehen wir schon das Chibo-Trikot von Ricardo Zeudel, des besten Österreichers. Der kommt da gemeinsam mit einem Fahrer vom Sky-Team. Ja, das ist schon stark, wenn er sich da anschrauben kann ans Hinterrad des großen Konkurrenten. Ah, fährt richtig gut. Also Ricci, muss ich sagen, Kompliment. Der geht, sein Stern geht jetzt erst so richtig auf bei dieser Österreich-Rundfahrt. Der hat ja einiges heuer schon gezeigt. Hat drei Rundfahrten, kleine Rundfahrten gewonnen, 2.2 Rundfahrten, also den Ardennen-Klassiker in die Bretagne und die Oberösterreich-Rundfahrt, ist heuer der dominierende Mann. Aber das, was er heuer bei der Österreich-Rundfahrt hier zeigt, muss ich sagen, grenzt schon schön langsam an Weltklasse. Ah, da sind sie jetzt zu dritt. Das ist George Bennett, der noch mit dabei ist, der Neuseeländer von der Sky-Mannschaft. Und die haben schon ein ganz ordentliches Tempo. Wir sind schon auf über 2400 Meter. Auch Zeudel nimmt einmal ein bisschen die Spitze. Ja, jetzt zeigt er mir mal, hallo, du brauchst mit mir nicht spielen. Jetzt zeigt er mir mal auch die Zähne. Ist vielleicht psychologisch ganz gut,
weil sich Seldreyers dann vielleicht noch einmal überlegt, noch einmal anzuattackieren, weil er sieht, dass Zeudl doch noch genug in Reserven hat. Dem Glockner ist ja, dass du immer wieder deine Gegner beobachten kannst in den Kern, was teilweise gut ist, wenn du hinunterschauen kannst. Für diejenigen, die raufschauen, manchmal vielleicht ein bisschen demoralisierend, kann aber auch motivierend sein, dass du deine Gegner, die Spitzengruppe immer wieder ins Blickfeld bekommst. Ja, und da haben sich jetzt einige angehängt, auch an die Gruppe mit Zeudl und Seldreyers. Und das ist natürlich jetzt die Möglichkeit, auch da heranzukommen. Vorne aber die Attacke von Matthias Frank, der da 2 Kilometer vor der Bergwertung jetzt Sörensen und auch Maika stehen lässt. Ja, also der dürfte jetzt offensichtlich auf den Glocknerkönig abgesehen haben, weil sonst würde es ja normalerweise keinen Sinn machen, da jetzt alleine weiterzufahren, weil es auch nach der Abfahrt des Glockners noch sehr, sehr weit ins Ziel ist, also knapp 50 Kilometer. Und das alleine zu bewältigen wäre illusorisch. Aber der hat offensichtlich auch die Wichtigkeit des Glocknerkönigs bereits kennengelernt. Letzter Österreicher war ja Gerrit Glomser hier, auch das schon länger her. Und heute sieht es also nicht danach aus. Wir sind nämlich schon unterwegs zur 1-Kilometer-Marke und Matthias Frank sehr sicher, aber das sehen wir gerne. Auch Zeudl kann das Hinterrad von Seldreyers halten und die sammeln da auch schon Lowski aus, der aus der Spitze zurückgefallen ist. Die ganzen Fahrer hier, diese vier, etwa nur 40 Sekunden hinter dem Spitzenfahrer. Also Solo, 10 Sekunden Vorsprung für Matthias Frank und wir sind schon auf über 2400 Meter Seehöhe. Was auch schön zu sehen ist, aus österreichischer Sicht, dass Seldreyers alleine von seinem Team zurückgeblieben ist. Also der unmittelbare Konkurrent auch. Ja, und da geht es jetzt offensichtlich um den Glocknerkönig. Ja, und um die Verpflegung jetzt, da warten schon die Betreuer. Aber hinten kommen Sörensen und Maika. Wichtig natürlich, sich jetzt schnell anzuziehen. Abfahrt, sehr, sehr kalt, windig, hohes Tempo. Aber da kommt Sörensen von hinten. Ja, die kommen noch, der ist sich da ein bisschen so sicher. Was macht er da? Was da macht kommt er Sörensen und holt sich jetzt doch noch den Glocknerkönig. Aber jetzt kommt der Konter von Frank. Ja, der und springt der doch noch ein Sprint am Dach der Tour und der Glocknerkönig heißt Matthias Frank vor Sörensen und Maika. Kuriose Situation. Wir sehen es, das war wirklich ganz, ganz knapp. Und vor allem auch eine gefährliche Situation. Es wären fast die Regenjacke ins Vorderrad gekommen. Und dann hast du natürlich ein Problem, wenn sie die verwickelt, dann machst du einen Köpfler nach vorne. Also gar nicht einmal so ungefährlich. Also das hätte er fast verschlafen. Und ich glaube, dann hätten ihm wahrscheinlich seine Teamkollegen am Abend eine auf den Kopf geschlagen. Weil es gibt natürlich auch für den Glocknerkönig eine Prämie von 2.504 Euro. Das ist genau die Höhe des Glockners. So machen wir es richtig, das zeigt uns Ricardo Zeudl, da hat der Betreuer auch die Jacke schön aufgehalten und der kommt also jetzt mit Seldreyers hier und dieser Gruppe über das Hochtor. Das ist das Ergebnis der Bergwertung der höchsten Kategorie, Kategorie auf dem Hochtor und also doch ganz knapp der Sieg für Matthias Frank, erster Glocknerkönig seit 30 Jahren, seit Rütemann 1983 aus der Schweiz. So geht's richtig. Jetzt im Tunnel hat sich Matthias Frank die Jacke angezogen. Ein Jausal und ein Pausal gibt es jetzt natürlich nicht. Das gibt's da sicher nicht. Ja, es ist in der Abfahrt ist natürlich bei 8 Grad wird es jetzt relativ kalt. Die Trikots sind durchnässt. Und da ist es wichtig, dass du dich kurz wärmst. Wobei es geht natürlich gleich wieder rauf zum Fuschertörl. Und das tut natürlich ganz, ganz besonders weh, weil diese kurze Abfahrt mit diesen kalten Temperaturen lassen die Muskulatur blitzschnell auskühlen und wenn du dann wieder in den nächsten Anstieg hineinfährst, das tut momentan richtig weh, bis du wieder deinen Rhythmus gefunden hast. Wir sehen es bei Frank, der jetzt versucht hat, einfach die Beine immer wieder die Beine zu bewegen, dass sie nicht zu sehr auskühlen, weil sonst die ersten Meter richtige Schmerzen verursachen. Und die drei Mann an der Spitze noch immer vorne, weiterhin mit etwa 40 Sekunden Vorsprung, Sörensen, Maika und auch Frank. Und wir sind schon bei der Bergwertung aufs Fuschertörl. Geht es noch einmal ein bisschen hoch auf 2422 Meter. Ja, mit der Nummer 74 Visanka Sörensen hat auch im letzten Jahr einen Etappenzweiten bei der Tour de France gehabt. Also einer, der sich schon im internationalen Profisport auch seinen Namen gemacht hat. Ja, er ist nimmer müde. Markus Eibecker muss sich schon wieder herankämpfen nach der Abfahrt und er schafft es wieder an die Gruppe da mit dem Mann in Gelb und mit Eibecker heranzukommen. Der ist heute wie am Gummibandel, er kämpft. Er weiß natürlich auch, dass er als wichtige Ressource noch für den Ricardo Zeudl zur Verfügung steht. Und das ist immer gut zu wissen, du hast deine Mannschaftskollegen dabei und Ricardo hat natürlich jetzt fast die bessere Ausgangssituation als sein unmittelbarer Konkurrent Seldreyers.
sind schon bei der Bergwertung am Fuschertörl. Schauen wir mal, ob der Konter kommt von Sörensen jetzt. Der geht einmal jetzt auf jeden Fall in Führung. Und dahinter sehen wir aber schon nur wenige Sekunden Rückstand schon für die Gruppe. Dahinter auch mit Zeudel, Heibecker da schon in den Autos. Ja, das kann jetzt bitter werden, denn die Abfahrt da alleine, Betreuer noch kurz vorgelassen. Sie sind aber gleich oben, also da fehlen nur noch wenige Meter bis zur Bergwertung. Und Eibe ist ein guter Abfahrer und solange er die vordere Gruppe auf Sicht hat, dann könnte man durchaus vorstellen, dass er da wieder bald aufschließt. Sörensen also, der Sieger am Fuschertörl vor Frank und Maika. Jetzt wartet natürlich eine wirklich schöne, ich würde fast sagen, entschuldige das Wort, geile Abfahrt auf die Fahrer mit bis zu 100 km/h. Also da geht es dann richtig zur Sache und wenn du da ein guter Abfahrer bist, kannst du natürlich auch sehr viel Zeit gut machen. Tolle Bilder von Michi Ferg, unserem Kameramann, der gemeinsam mit Markus Rottensteiner auch viel riskiert, um diese Aufnahmen dann bei Tempo 100 Ihnen ins Haus zu liefern. Und Sie genießen es bitte jetzt. Da wird natürlich versucht, auch die Ideallinie auszunutzen und so viel Schwung wie möglich aus der Kurve herauszunehmen. Und vor allem, wenn man bedenkt, das Ganze auf nur wenigen Quadratzentimetern. Der Eibe. Gerade dran da runter zu stürzen. Riskiert er ganz schön. Volles Risiko. Möchte wieder rankommen an die Gruppe. Riskiert im Sinne eines Slalomfahrers sogar. Ja. Sogar die Stange touchiert. Ganz gefährlich und dann auch noch kurz in Schlangen gekommen. Und wie gesagt, das alles Tempo 70 bis 80 bis 100 km. Geht natürlich schnell, denn durch diese rasante Abfahrt rollt jetzt die Gruppe hinten heran. Die Spitze wird eingeholt, kurz vor dem Ziel. Eine 11-Mann-Gruppe bildet sich und hier mit dabei eben auch Markus Eibecker. Hier haben wir den Kroaten Kwasina gesehen, Teamkollege von Gourmet-Verein Wales. Und diese Gruppe jetzt zusammen und keine Chance mehr jetzt hinten natürlich. Es gibt nicht mehr den Dirndl-Sattel. Wir sind schon im Schlussanstieg und die Attacke von Frank, der hat noch Kraft. Ja, der hat natürlich in der Tour de Suisse, hat er sich wirklich gut eingerollt. Und hat sich die ersten beiden Tage nicht so gezeigt, hat sich offensichtlich sehr schwer getan auf dem Kitzbüheler Horn und aufs Küte hinauf. Aber jetzt hat er sich eingerollt und das sieht man, dass er ein sehr dominanter Bergfahrer ist. Und da ist, er blickt sich um, es kommt keiner. Der knappe Solosieg für den Glocknerkönig wie im Vorjahr Vogelsang. Der Mann dieser Etappe, Matthias Frank aus der Schweiz, rettet 8 Sekunden dann ins Ziel dahinter auf Rang 2. Ja, Sörens noch im Sprint mit Kwasina, der Kroate, ganz knapp auf Rang 3. Zweiter Sörensen, Buski dahinter und auch Maika. Ja, und da ist Markus Eibecker. Rettet sich da auf Rang 11 mit 31 Sekunden ins Ziel. Ja, man muss sagen, gutes Rennen gefahren. Und da kommt das gelbe Trikot mit Ricardo Zeudl am Hinterrad. Die beiden mit 35 Sekunden Rückstand, aber dahinter Diatschenko, der verliert weitere 25 Sekunden. Das heißt, dass Ricardo Zeudl jetzt Zweiter ist in der Gesamtwertung. Er spielt dort keine Rolle mehr, Matthias Frank, aber der Mann des Tages in der Tageswertung als Glocknerkönig gewinnt also hier vor Sörensen und Kwasina, 11. Eibecker, 16. Zeudl und Diatschenko nur auf Rang 25 und in der Gesamtwertung heißt das, dass also jetzt Ricardo Zeudl auf Rang 2 liegt und Diatschenko Dritter ist, der 1:04 Rückstand, 11. Kwasina nach dem Großglockner. Zum ersten Mal bei der Österreich Radrundfahrt, dann gleich Etappensieger und Glocknerkönig. Wie fühlt sich das an? Ja, sicher ein super Gefühl. Also hat sehr gute Beine heute. Ich habe gewusst, die Form ist gut. Ich war ja Tour de Suisse wirklich gut unterwegs. Hat hier die ersten paar Tage mit dem Kitzbüheler Horn, hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Magen und dort ein bisschen Zeit verloren. Aber habe mich dann halt wirklich auf diese Etappe konzentriert. Habe gewusst, heute will ich auf Attacke fahren und Schluss, wenn alles so aufgeht, ist natürlich perfekt. Den Titel Glocknerkönig hätten Sie sich beinahe von Chris Anker Sörensen wegschnappen lassen. Was war los? Ja, eben, also ich hatte eine gute Lücke zu ihm oder zu den anderen beiden. Haben hier oben eine Regenjacke genommen, wollte die halt anziehen. Dann kam er plötzlich von hinten angesprintet, aber ja, ich konnte noch reagieren. Aber eben, ich habe das gar nicht so realisiert mit dem Glocknerkönig, dass es so ein großes Ding ist hier in Österreich. Anscheinend ist es größer als ein Etappensieg. Und klar, eben, wir haben gestern darüber gesprochen, es gibt
bisschen was an Prämie. Und das habe ich den Jungs gesagt, ich werde es probieren und werden sicher heute Abend eine gute Flasche Wein damit trinken. Zeudel jagt also weiter in Belgien. Matthias Brändli wurde heute disqualifiziert, weil er sich bei einem Auto angehalten hat. Kevin Seldreyers, herzlich.